Leute und willkommen zurück auf dem Rescue bei einem weiteren Video und zwar heute hier auf Hypixel und zwar wollte ich heute ein neues, also ein Spielmodi vorstellen, ist schon länger auf Hypixel und zwar Painbolt habe ich heute gesehen und das hat mir richtig viel Spaß gemacht und ja, das spielen wir heute. Ich mache kurz die Musik etwas hoch und man sollte sie dann ganz gut hören in OBS und es geht direkt jetzt los. Jo. Oh, jetzt mache ich noch OBS etwas leiser, damit es von euch nicht nur Augenkrebs ist und es geht los. Also wir spawnen hier in einer Lobby und das Ziel ist es, mit unseren schönen Bälle rosa Leute zu killen. Die Map ist richtig geil und die Runde dauert 15 Minuten. Also einfach, wir sehen, ich muss die Roten abschießen und für jeden Kill bekomme ich einen Punkt. Level habe ich erwischt und da haben wir, ich habe eine Münze bekommen und wenn ich dann, und für Münzen kann ich dann später irgendeinen Mist kaufen. Ich mache kurz die Sounds doch etwas leiser, die nerven mich wirklich doch etwas zu viel. Aber ich hab den noch erwischt. Oh, egal. Ich lasse es einfach. Komm. Diskutieren bringt nichts sowieso. Ja. Etwas Kill braucht man hier schon, um hier zu gewinnen. Man muss gut schießen können. Man muss Bälle ausweichen. Da zum Glück in Minecraft. Direkt gekillt. Man wird doch sofort respawned. Und ich habe bisher nur einen Kill. Man muss. Der bringt aber nichts. Der ist ja fake. Aber man kann nicht durch Glas kann man nicht durchschießen. Feuerbälle. Man kann hier durchlaufen. Ja. Diesen Pros war rot gerade. Wir sehen, rot hat 108 Punkte. Oh, wir sind sogar am Gewinn. Einen habe ich erwischt. Hinter dir. Wo ist er? Der ist weg. Da oben ist er. Der hat mich von erst erwischt. Aber ich habe immer schon zwei Kills. Das ist immerhin was Gutes schon mal. Ja, immerhin. Okay, und jetzt kommt ein Impact. Also das schwächste Team wird einmal resettet. Also wir sehen, die sind jetzt alle weg und werden respawned. Und gleich geht's bei uns wieder. Gleich gibt's bei uns den Respawn des Verderbens. Und es gibt auch, man kann auch schneller das Gefecht Strong Arm. Ja, das dauert auch 4 Coins braucht man dafür und ich habe nur 3. Ich bin richtig arm. Und gleich geht's bei uns los. Alter, die schießen richtig gut, die Typen. Ja, ich würde direkt gekillt. Also bei mir ist eigentlich ziemlich egal. So kacke, wie ich in dem Game. Also Leute, ich bin mir sicher, dass mehr als einem von euch Spaß macht. Ich probiere es gerade aus. Der ist von links. Leute, etwas Strategie braucht man in dem Game schon. Der ist er. Doch. Erwischt. Nice. 3 Coins. Bei 4 geht's richtig ab. Dann so dritt wie so ein Föhn. Habe ich schon mal gesehen in einer anderen Runde. Die war etwas besser bei mir. Du wirst von irgendwo gekillt und du weißt gar nicht von wo. Das finde ich irgendwie ganz unfair. Ausweichen. Feuer. Einmal die drei hier vorne. Erwischt. Ne, ich habe ihn nicht. Und jetzt werden wir zurückgeportet. Also das schwächste Team wird immer zurückgeportet. Im letzten Runde waren wir immer das. Und jetzt ist Aqua am schwächsten. 28 Punkte. Und jetzt schlägt es ein. Und jetzt mit Lightning werden automatisch alle gekillt oder wie weiß nicht, wie das geht. Oh, direkt erwischt. Gut, die Leute sind gut. Ja, die werden jetzt immer zurück genug, da sie ja und verlieren sind. Und jetzt wird der nächste Nuke kommen. Okay, jetzt wurden wir resettet. Also immer so das schwächste Team und wir sehen, 9 ist jetzt richtig pur. Geht ihr doch vor, Leute. Oh. Okay, es ist vorbei. Blau. Nee, Erstplatz. 81 Kills, Leute. Ich hab 3 Kills gemacht. In der ganzen Runde. Ja, das war's. Ich bin einfach kacke in dem Game. Richtig kacke. Und außerdem, Leute, einen kleinen Hinweis, der Minecraft Community selber, also für die Leute, die gucken, ist auch schon da. Also zu Weihnachten gibt es euch dann die IP. Aber ihr könnt schon mal joinen. Ja, ich bin hier und mache ganz viel Mist. Ich probiere hier immer komisches Zeug aus. Aber, wo ist denn die Lobby hin? Da ist die Lobby. Habe ich hier noch geklärt. Und die Lobby ist gerade noch im Bau. City Build ist schon da. Bedwars ist schon da. Also viele geile Spielmodis existieren schon. Und ja. Secret, Ehrenberg ist ein kleines Secret. Aber wie man da rankommt, sage ich euch nicht. Also ja, Leute. Das war's gewesen mit diesem wunderschönen Video hier. Wie erst mal neu. Also habe ich schon vergessen, wie man rausgeht. Also das war's gewesen mit diesem Video. Habe euch heute das Game Mode, also den Spielmodis von Painbolt vorgestellt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall Abo lassen, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Kommentieren, was ihr von diesem Spielmodi haltet. Und ja, Leute, das wäre es gewesen mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald und ciao, Leute.